Gute und herzlich willkommen zurück auf der Hof Bergmann zu einer weiteren Folge auf der 1100. Ich habe das Methan mal nach Hause gefahren und hier rum. Wir wollen unseren. Okay, wir hätten auch hier überladen können. So weit weg. Okay, gut. Wieder was gelernt. Wir wollen das Methan überladen, damit wir Getreide trocknen können. Da wollen wir einen Hafer trocknen. Und da das Bier so lange braucht, bis es reif wird und auch so viele Schritte, was ja auch schön ist, was wir ja auch gerne machen, wollen wir diese Folge schauen, wie wir noch Geld verdienen können. Wenn es euch interessiert, bleibt dran, nach einem kurzen Intro geht's weiter. Schön, dass ihr noch dran seid. So, jetzt fahren wir mal den Drehschemel zurück. Den müssen wir ein bisschen in den Schatten stellen hier. Könnte man eigentlich hier reinstellen. Weil Methan möchte ich doch nicht so in der prallen Sonne stehen lassen. Und damit wir für unseren neuen Geschäftszweig, den wir in Angriff nehmen wollen, gewappnet sind, werden wir gleich mit dem Eicher loslegen. Ihr seht, der steht schon oder immer noch am Silo. Den habe ich erst gar nicht weggefahren. So, jetzt sollten wir mal das Tempomat einstellen. Und dann sollte auch das Drehschemelfahren funktionieren. Ich sollte mal wieder mein Lenkrad anschließen. Sollte auch helfen. Also mit Lenkrad lässt sich Drehschemel wesentlich schöner fahren. Aber so geht's auch mit Tastatur. Das Lenkrad quietscht etwas, das habe ich immer noch nicht behoben bekommen. Man sollte bloß nicht zu schnell fahren. Dann passt das auch. So, auf, geh an. Jawohl. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir hier die Scheune treffen. Also nicht die Scheune, das Tor. Wir wollen ja nicht für Bombenstimmung sorgen hier. So. Frontlader runter, sonst bleibt man gleich hängen. Unser MB-Truck macht das schön. Manuela ist immer noch am Feld 2 dreschen. Und da das so schön gepflegt ist alles, haben wir da auch einen sehr guten Ertrag. Das heißt, ich habe da nochmal einen Abfahrer zusätzlich eingestellt. Also ihr seht, wir geben zurzeit Geld ohne Ende aus. Und das schöne Teilchen, der Futtermischer für unser Schweinefutter soll auch unbedingt in Betrieb genommen werden. MB-Truck. Und das wollen wir jetzt heute in Angriff nehmen. Zack, Motor aus, Diesel sparen und jumpin. So. Für Schrot machen wir Haferschrot. Gerste brauchen wir unbedingt zum Brauen. Ja. Dürfen wir noch ganz schnell laden. Danke. Wir fahren auch schon weg. Ja, ist das hier ein Gewusel? Die Ballenlager haben sich auch, was heißt verändert? Die sind auch inzwischen platzierbar. Gibt's bei Diversos. Irgendwo hab ich sie gesehen. LSFM. Die waren ein separater Mod. Ja, genau.
Die sind platzierbar und dann könnt ihr auswählen, was ihr da rein haben wollt. Das müssen wir demnächst auch mal noch testen. Uhrstraße, Gegenverkehr. Ihr könnt auch nicht warten. Wir wollen mal gucken hier, wo die Mühle ist. Erstmal Kais Bierstübel, Malzwerk, da waren wir das letzte Mal. Molkerei. Hier ist der Futtermittelhandel. Lohnabfülle hat sich nicht geändert. Tankstelle immer noch. Hinter der Tankstelle ist die Getreidemühle. Gut, dann wissen wir, wo wir hin müssen. Dann werden wir die erste Fuhre schon mal wegbringen für Schrot. Dann werden wir noch eine zweite Tour fahren. Für das zweite, was wir herstellen wollen. Und dann werden wir uns unseren neuen Geschäftszweig kaufen. Und dann bin ich mal gespannt, was wir dafür alles brauchen. Wird bestimmt interessant. So. Gehen wir mal in die Innenansicht. Frontlader könnten wir eigentlich runter machen. Ich weiß, sollte man nicht unbedingt, um die anderen Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden. Aber hey, hier ist ja kaum Verkehr und auf dem Dorf darf man das ja auch mal machen. Da sieht man das nicht so eng. Aber die Lenkung ist empfindlicher geworden. Also, falls ihr wisst, wie man so ein Gamepad-Lenkrad quietschfrei kriegt. Ich habe da schon Silikonspray, Öl und probiert, Fett. Also ja, Magnet. Es quietscht immer noch und will nicht aufhören. Wahrscheinlich muss ich doch mal komplett zerlegen, dass ich überall dran komme. Aber ich bin da ja etwas talentfrei drin. Was haben wir denn hier schön? Ah, hier ist die Fleischtheke. Frischfleisch vom Lande, hab keine Macke, kauf bei Metzger Hacke. Das ist typisch Andi. Immer schöne Sprüche. Ja, Fleisch wäre auch sehr interessant. Allerdings brauchen wir die Kühe für Milch. Und die Schweine müssen erst noch wachsen. So, hier ist die Erfurter Kornmühle. Bis 22 Uhr von morgens 8 Uhr. Also, die sind schon mal fleißig. Da drüben, Ausgabe, da kann man reinschmeißen. Hier. Hier ist, glaube ich, nur Produktionsstart. Dann fahren wir noch mal hier hin. Über Anlieferung, Produktion. Das ist jetzt auch neu. Die Produktionen sind rot gekennzeichnet. Mit roten Schildern. Ja, Servus. Nix Servus. Unfreundlich, ey. Und der Verkehr. Verkauf hat grüne Schilder. Haben wir hier auch einen Verkauf? Nee. Erfurter Kornmühle seit 1740. Traditionsunternehmen hier. Wow. So, dann wollen wir mal unseren Hafer hier hinbringen. Stehen bleiben. Und hier können wir es dann bestimmt abholen. Fahr mal beim Hackeln vorbei. Mal gucken, was der uns zu sagen hat, wenn er überhaupt mit uns reden will. Wie sieht's überhaupt? Kommen wir da hinten rum? Bevor ich jetzt hier reinfahre mit dem Drehschema. Ja. Hier ist der Verkauf, Anlieferung, Verkauf. Hier seht ihr schön grüne Schilder, Videoüberwacht. Also hier, hallo.
Und hier ist Anlieferung, Produktion. Gut. Also drüben haben wir schon mal richtig angeliefert. Das schmeißen wir auch gleich hier im Produktionsmenü an. Getreideschrot, Hafer. Okay, hat der drin. Dann möchten wir das bitte aktivieren. Und, okay. Kann man hier nicht einstellen. Auslagern, auslagern. Okay. Was hat man hier alles zu... Nee, verteilen auch nicht. Lager aus, wir holen es ab. Also wir können auch hier hinten rumfahren. Kann man beruhigt hier langfahren. Weil ich hier noch nicht war. Und Drehschemel rückwärts fahren. Ja. Klappt, habt ihr vorhin gesehen. Klappt aber nicht immer hundertprozentig. So, habt ihr aufgepasst, von wo wir gekommen sind? Von Re hier. So, dann geht's zurück zum Hof. Und dann holen wir gleich das nächste. Holen wir eine Ladung Weizen ab. Manuela ist hoffentlich fleißig am Dreschen. Gucken wir mal nach. Nicht, dass wir neugierig sind. Ja. Meine, die kriegt ja auch Geld dafür, ja. Aber es macht sie ja auch gut. So, und wir genießen immer noch den schönen Sommertag. Und der Eicher, den könnten wir eigentlich auch mal sauber machen. Wenn die nächste Produktion läuft. Und dann zeige ich euch auch unseren neuen Waschplatz, den uns Farmer Andi spendiert hat. Beziehungsweise, da es um Hygiene geht, fahren wir da gleich vorbei. Hier kommen wir auch hin, oder? Da kommen wir, nein, da kommen wir zur Biogasanlage, da will ich nicht hin. Hat keiner gesehen. Dann fahren wir schnell zurück. Dann zeige ich euch noch den Waschplatz. Dann laden wir unbedingt hier Weizen auf. Da kann unseren Wotan eigentlich selbst hinfahren. Und wir schauen uns an, was wir uns hier kaufen wollen. Ja, wir wollen noch einmal Geld ausgeben, obwohl der Kontostand schon geschrumpft ist. Aber wir hoffen auf die Selbstvermarktung. Und ja, den neuen Geschäftszweig. So. Also für große Sachen ist das hier nicht geeignet. Aber passt. So. Hafer haben wir auch nicht mehr so viel. Gas, da brauchen wir Weizen. Oh ja. Da hat aber Gott sei Dank Manuelas Freundin schon ordentlich aufgefüllt. Und Gott sei Dank haben wir die Felder gedüngt und alles. So. Bitte ohne Abladen, einfach zur Mühle. Einkauf, Verkauf, Verkauf. Haben wir eigentlich die Mühle schon eingefahren? Sollte Dorfladen, Handhandel, nee. Gut, wir brauchen noch ein paar Autodrive-Kurse. Winzerei, Winzerei. Doch, Getreidemühle, ich wollte doch gerade sagen. Rohstoff, genau. Und abkippen möchte man selbst. Have fun. Ihr könnt's euch bestimmt jetzt schon denken.
Wenn wir Mehl produzieren wollen, wollen wir auch was herstellen. Hier ist die Getreidemühle. Wir müssen zur Bäckerei, die Backstube, genau, die ist ja nicht weit. Die ist hinter unserem hier Schrebergarten. Was für schwierige Worte hier. Wieso kann ich die eigentlich jetzt nicht besuchen? Hier, den Direktverkauf, den kann ich besuchen. Geht doch. Hier kann man auch Waren anliefern zum Verkaufen. Unter anderem die Eier. Aber das wollen wir nicht. Würde auch Geld geben, aber wir wollen unseren Kontostand doch sanieren. Montags bis Sonntags 7 bis 18, bis 18 Uhr. Och, das ist doch wunderbar. Aber wenn man hier sieht, Bäckerei Bergmann. Sehr schön gemacht. Wasserflaschen. So, hier ist Giuseppe. Das gibt unser neuen Angestellter. Wir wollen die Backstube kaufen. So. Lager ist leer. Das wissen wir. Dann wollen wir noch mal gucken. Jetzt sollte es im Produktionsmenü sein, was denn die Bäckerei braucht. Hier ist die Schrotmühle, Malzwerk. Wo ist sie denn? Oder wird sie nicht angezeigt? Na, doch hier oben, ganz oben, Backstube. Aus Mehl kriegen wir Brot. Relativ einfach herzustellen. Und jetzt schauen wir mal auf die Preise. Das ist hier. So. Dann gucken wir mal. Mehl, okay, Brot. Mehl 713 in der Bäckerei Direktverkauf, an der Milchtankstelle 760 und bei uns hier Direktladen, also werden wir auch ein bisschen Mehl verkaufen. Ihr seht es, 974, schon mal einen ganz anderen Preis. Und das Brot, jetzt mal im Vergleich dazu, im Dorfladen 2000, Kirsche auch 2000 und Markeisbier. Bierstöbel auch 2000 und ein paar zerquetschte. Ist schon ein kleiner Unterschied. So, jetzt gehen wir mal hier auf Kartoffeln. Und hier sehen wir auch Direktvermarktung in der Verkaufshütte. Okay. Ankaufspreis. Verkaufspreis 600 Euro. In der Verkaufshütte. Also da sind wir doch auf dem richtigen Weg mit der Direktvermarktung. Auch die Milch. Obwohl, naja, hier die Milchtankstelle bietet besseren Preis. Da muss man halt schon mal gucken. Aber das wird bestimmt interessant. Wenn wir hier auf unsere Gartenerzeugnisse gehen. Die sind noch nicht drin. Die können wir aber einbauen. Aber auch hier Honig, also hier, ja, für Honig, obwohl der Preis fällt, ne? Also ich denke, mit der Direktvermarktung sind wir auf dem richtigen Weg. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Das heißt, wir werden demnächst durchstarten mit Brot. Mit Bier anfangen. In diesem Sinne, drehen wir uns nochmal schnell rum, genießen wir den Anblick von der Bäckerei Bergmann, bei denen wir jetzt Teilhaber sind. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.